So, gehen wir jetzt hin. Willst du diese komische Finale-Mission jetzt machen oder willst du noch vorhaben, noch irgendwas machen? Finale Mission? Ich kann da noch gar nicht hoch auf den Berg, da war ich schon mal. Nee, ich meine jetzt Fallen's End, da wo du jetzt quasi. Da warst du doch mit mir schon. Ah, okay, ja. Hat er sogar schon markiert. Das war das Ding, da wo du doch dich gewundert hast, wieso die ganzen Türen verschlossen waren. Ja. Genau, das ist zugenagelt hier. Und einen roten Teppich haben sie vor uns ausgerollt. Halt still. Ich möchte Jezorn schreiben, nicht Korn. Die Sünde muss bekannt sein, um vergeben zu werden. Denn verbergen wir unsere Sünde, verbergen wir uns selbst. Du wirst dich nicht länger verbergen. Dein wahres Ich ergießt sich über den Boden, damit alle es sehen. Perfekt. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entzündung leichter. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen, versuchen wir es nochmal. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand. Fick dich. Nee, ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Nick. Ja, ich tue Buße. Das ist die Macht des Jahres. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Macht. Ich bin frei. Ah.
Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja. Es ist nur ein Wort? Nö. Okay, bevor sie den töten. Waffe! Schieß los! Los, schieß! Bring John zu seiner Ranch! Los! Okay. So, ich muss da oben rein. Oder du oben. Nach vorn. Los, Deputy! Bevor er jetzt kommt! Tritt den Geschütz und das Tanks. Ja, gut, dann mach du. Hey, du musst. Nee, du musst an Geschütz kommen. Okay. Nee, die gehören zu uns. Rechte Seite! Schieß auf die Laster! Ziel in Sicht! Ach, jetzt kommt gleich dieser komische Anfang mit dem komischen Flugzeug. Lass den Platz! Schieß auf die Reifen! Ich nehme Schaden! Flugzeug weg. Es war zu hoch. Ich hab Löcher in meinem Rumpf. Direkt vor uns! Vor uns! Müssen wir jetzt
Was müssen wir jetzt? Zwei verschiedene Flugzeuge nehmen? Oder jeder eins? Nimm eins. Weißt doch, wenn wir einzeln mal sind wir besser dran. Kommst du? Ja, ich komme schon. Bin schon in der Luft. Und du? Ja, bin in der Luft. Hab noch gerade auf dem Joystick gewechselt. Mit Joystick kann ich besser fliegen. Ist kaputt. Geh am besten bei dir hinten an. Geh es am besten. Dann kann ich mich auch nicht so extrem fein von dir entfernen, dann passt das. Bereit vor Respawn. Bist du in der Luft? Ich bin noch in der Luft, ja. So erwischen. Augen auf! Irgendwo Fahrzeug oder sowas. Map? Irgendwo ist relativ. Hier oben können wir uns erstmal hier beim Bootsladen können wir uns erstmal hier hoch machen. Gibt's auch bestimmt diese komischen Dinger, diese. Dann können wir auch Munition auffüllen, wenigstens die. Ach, da oben. Und mein Bootsladen. Ja. Aber wenigstens gleich noch Munition, wenigstens noch. Feuer!
Mission. Oh. Oder lass uns mal zu diesen Dingen hier hingehen. Irgendwie hier hinmachen mit den Dingen, dann können wir mal in bewaffneten Hubschrauber. Mit bewaffneten Hubschrauber können wir besser arbeiten. Aber. Okay, er hat eine Bombe geschmissen. Bist noch da? Nee, mich hat's zerfetzt. Also ich hab ihn gut weggerissen. Bauen das Ding. Boote. Gnadenlos gejagt. Brüder, Schwestern, habt keine Furcht. Wir sind darauf. Ach, mal drüben, nehmen wir mal. Damit das Bild schon mal geht. Bereitet meinen Bunker vor. Ich werde zu euch kommen. Wir erwarten den Kollaps gemeinsam. Okay, kommen wir so nicht hoch. Mit, oder? Kann man nicht hoch. Einmal voll reingeboxt. Schön reingeboxt.
Was, wenn Joseph recht hat? Hast du mal einen Moment darüber nachgedacht? Hast du das? Alle halten ihn für verrückt. Aber das stimmt nicht. Geh nicht darum. Die Welt steht am Abgrund. Du spürst es in deinen Knochen. Siehst du die Schlagzeilen? Siehst du, wer an der Macht ist? Du willst den Schlüssel, weil du glaubst, du würdest Menschen retten, aber die sind schon in Sicherheit. Wir haben einen Plan. Du verstehst nicht. Du glaubst nicht. Es ist dir egal! Möge Gott deiner Seele gnädig sein. Jetzt war er abgeschlossen. Der PC. Ich weiß nicht, was ich coole Gitze. John Seed hat dieses Tal so lange terrorisiert. Ich hätte nie gedacht, dass das mal enden würde. Aber noch kannst du dir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Hudson und alle anderen, die in Johns Bunker gefangen sind, müssen gerettet werden. Ich trommle alle zusammen, die ich kriegen kann, und treffe dich dann dort. Aber du musst sofort los. Day. Niemand weiß, was ihnen Eden's Gate nach all dem antun wird. Der bewegt sich. Der Ketzer gehört mir! Jungsfreund, eine kleine Info. In den Läden gibt es neue Ausrüstung. Vielleicht. Ach, da muss ich mich trotzdem ein bisschen aufmunitionieren. Gibt es hier irgendwo Munition? Nee, aber mit ich jetzt. Ah, jetzt kommen wir hier auch rein. Jetzt gehörst du mir! Ach, da haben wir da oben noch, okay. Bunkerzugang gewährt. Bin jetzt, ja. Wo bist du? Da rein in den Bunker. Na, wo rein? Ja, hab den Gang. Wenn wir diesen Ort nicht verteidigen, werden wir nicht überleben. Wenn wir diesen Ort nicht verteidigen, werden wir nicht überleben. Thank you.
Helfer sind derzeit nicht verfügbar. Hier. Wie packt so was in mir aus? Hast du schon das Magazin mit der erweiterten Munition? Ja. Nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggys sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ihm. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da. Und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Komm schon. Wir müssen zum Kontrollraum. Nur so können wir die Räume aufsperren und die anderen befreien. Okay. Sind nach Sektionen sortiert. Verdammt! Man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich, wow! Sorry, ich wollte halt mal Monitor testen und kaputt gehen. Noch eine Stadt, die gerettet werden müsste? Die Notausgänge wurden entriegelt. Ich leg jetzt los! Das ist falsch! Versuchen nichts zu tun! Das Ziel ist im Gebäude! Boah! Sequenz wird abgebrochen.
Okay, halt die Augen auf. Ich habe deine Plattform vom Raketenabschusssilo herabgelassen. Du trittst den Peggys in den Arsch. Finde ich gut. Hä? Jetzt sind... Hä? Ich, jetzt komme ich hoch. Hä? Normal tut die irgendwelche Sachen runtermachen. Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt! Scheiße, Peggys! So, erstmal die Konsolen. Die Konsolen. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten Gefangenen zu befreien. Was soll hier genau? Auf Jagd, sie hoch, beeil dich! Ich sehe sie nicht. Naja, wir treffen nicht richtig. Geh mal rüber. Ich komme nicht rein. Er ist da hinterm Eck. Jetzt. Höre die Konsolen. Wo sind die schon wieder? Ja, ich bin Urona geflogen. Notfall. Genau, schieß auf die Benzintanks. So, lass uns brennen. Druckabfall. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke.
Da sollten Schaltkästen sein. Überbrückung muss aktiviert werden, um die Hauptflugung zu öffnen. Habe ich hier ja noch nie erlebt. Ja, ja, auch nicht. Prost. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Ja, hey. Prost. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal, was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Danke. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll. Gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Wenn er da jetzt meint. Ihr habt nichts gemacht, Money. Das war alles Notwehr. Was, 3000? Passt. Okay, ja. Jetzt komm ich drauf, guckt jetzt. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit. Kann sein, dass ich vielleicht merke, weil ich das schon mal gemacht habe. So, erstmal einen schicken Laden, sowas hier oben hier. Oh, verfügbare Punkte 8. Hm. 1, 6, ja, das macht schon. Ich glaube, ich nehme doch wieder die
Was nehmen wir denn? Also entweder eine Ernte Meister, da kriege ich doppelt so viele Pflanzen von und Tierfälle. Hi. Mal testen. Ohne diesen Visier. Ja, das reicht eigentlich, das Visier. Ist gar nicht mal schlecht. So, haben wir unseren Kamerad hier wieder. Ja, Meister. Aboteur. Dann gucken wir nochmal Vorteile. Ich brauche eigentlich was, wo ich Gewehrmunition, Kaliber 50 Munition funktioniert auch in der Arkade. Ja, schön. Das nehmen wir. Kostet 9. Dann habe ich aber mehr Sniper-Munition dabei. Ist sowieso der mehr Sniper-Typi. Faustwaffen, Nahkampfmunition mit dir. Okay, hier, was haben wir hier noch? Gegenstände und da. Schrotflinten. Schrotflinten brauchen wir nicht. Dann haben wir noch Brandmunition. Waffensammler, du kannst eine vierte Waffe des Typs im Waffenrad tragen. Okay. Ja, das wäre cool. Ja, das habe ich ja auch schon geholt. Den Waffensammler? Ja, klar. Okay, ich habe bloß Zusatzholz momentan. Den Waffensammler brauche ich auch noch. Dann kann man dann mal einen Bogen. Warte mal, den Waffensammler, wie war das gleich? Na, dann hast du drei Hauptwaffen und eine Seitenwaffe. War das gleich? Gehe Sprinte und Landeleiser. Erledige. Was? Ja, die Waffensammler hab ich. Also, ich hab jetzt quasi. Okay. Das ist auch gut, Geist. Sprengmeister brauche ich nicht. Takedown. Schaltet Ketten, Wurffalle. Ne, Wurfwaffen. Seitenwaffen, Takedowns frei. Erhöht die Takedown-Reichweite. Okay. Das ist auch manchmal nicht so gut. Kann man auf jeden Fall mal brauchen. Ja, wollen wir gleich mal den bewaffneten Konvoi machen? Nehmen wir welche, also nimmst du dir diesen komischen Truck? Noch nicht. Ja. Ist nämlich gerade hier. Ja. Warte mal, müssen wir ihn nur spawnen. Ja, warte doch mal. Ja, hol mal den Truck dann.